Ja, schönen guten Tag hier bei Streambeam for Global Change, supported by Castor TV. Ja, wir sind hier direkt live vor der spanischen Botschaft bei einer Kundgebung zum internationalen Aktionstag gegen Zwangsräumung und Verdrängung. Ja, hier in Berlin protestieren die Leute wie überall in der Welt. Und ich lese euch mal den Aufruf hier zu dieser Kundgebung vor. Überall in dieser Welt wehren sich Menschen gegen Zwangsräumung und Verdrängung. In Spanien ist die Situation besonders dramatisch, aber auch der Widerstand erfolgreich. Seit Beginn der Krise 2007 verlieren immer mehr Menschen ihr Einkommen und ihre Wohnung. In den letzten 5 Jahren wurden dort mehr als 350.000 Familien zwangsgeräumt. Es gab zahlreiche Selbstmorde als direkte Folge. Neben massivem Widerstand gegen Kürzungen beim Lohn im Gesundheits- und Bildungswesen verteidigen die Menschen auch ihr Recht auf Wohnraum. Seit 4 Jahren organisieren Nachbarinnen landesweit ihren Widerstand in den Plattformen der Hypothekenbetroffenen, PAH. Nachbarinnen verhindern Zwangsräumungen, besetzen Häuser, die angeblich Banken gehören, um Wohnraum zu schaffen, üben mit direkten Aktionen und Massenmobilisierung großen Druck auf Banken und Regierung aus. Die PAH ruft Bewegungen in ganz Europa auf, am 18. März international Druck aufzubauen, um ihre Gesetzesinitiative von unten durchzusetzen, die das spanische Hypothekengesetz ändert und Zwangsräumungen beendet und somit das Leben von Millionen Menschen verändern würde. Gleichzeitig ist der internationale Aktionstag ein Auftrag, unsere Kämpfe in den verschiedenen Ländern ganz konkret zu vernetzen. Auch in Berlin wehren sich immer mehr Menschen gegen steigende Mieten und Zwangsräumungen. Stadtteilinitiativen, Cotti und Co., das Bündnis Zwangsräumungen verhindern und viele andere Initiativen drücken den massenhaften Unmut in der Stadt in vielfältiger Form aus. Unser Kampf ist aber nicht der Kiez, die Stadt, das Land beschränkt. Es geht um den Kampf gegen die Wohnung als Ware, gegen den Profit und für unsere Bedürfnisse. Deshalb werden wir am 18. März unsere Solidarität mit der PAH in Spanien zeigen, sowie mit allen Menschen, die ihre Wohnung oder Häuser aufgrund kapitalistischer Interessen verlieren. Für ein Europa der Bewegung. Fangen wir mal an. Oder meint ihr, die Massen kommen noch? Bienvenidos. Hallo zusammen. Heute ist der internationale Aktionstag der FAR, einer Selbstorganisation in Spanien gegen Zwangsräumung. Heute wird es an anderen Orten gleichzeitig ähnliche Veranstaltungen, Kundgebungen, Demonstrationen geben. In Lissabon, in London, in Montevideo, in Edinburgh und in Paris sind zumindest die Infos, die wir bis vorhin erhalten haben. Wir sind Teil dieser internationalen Bewegung. Für das Bündnis Zwangsräumen verhindern will ich kurz einen Redebeitrag halten. In Spanien haben Aktivistinnen gegen Zwangsräumung für heute, den 18. März, zu einem internationalen Aktionstag aufgerufen. Überall in der Welt wehren sich Menschen gegen Zwangsräumungen und Verdrängung. In den vergangenen Wochen kamen Menschen aus Spanien, Italien und Polen zu verschiedenen mietenpolitischen Initiativen in Berlin und berichteten uns über die Situation in den jeweiligen Ländern. Sie berichteten von schrecklichen Verhältnissen wie Selbstmorden in Spanien und einem unaufgeklärten Mord einer Mieterin in Polen. Sie beschrieben verzweifelte Menschen, aber auch vielfältigste Formen des Widerstandes dagegen. In Spanien und Italien schließen sich Familien zusammen und besetzen leerstehende Gebäude. Die Banken gehören und seit Jahren leerstehen. In Polen wehren sich die Menschen gegen den Rauswurf aus ihren Häusern und das Leben in Containerdörfern am Stadtrand, die ihnen als letzte Option von den Regierenden angeboten wird. Sie organisieren Nachbarschaftstreffen auf der Straße und Demos. Auch in Berlin nehmen die Menschen ihre Verdrängung und Lebensverschlechterung nicht mehr einfach hin. Vor knapp einem Jahr schrieb Nuriye Cengiz an ihre Fensterscheiben, dass sie nicht, wie so viele vor ihr, einfach aus ihrer Wohnung verdrängt werden will. Wenig später veröffentlichte die Familie Gülboy ihre Situation und den Willen, sich gegen ihre Verdrängung zu wehren. Seitdem melden sich immer mehr Menschen beim Bündnis gegen Zwangsräumung.
Es sind vor allem Menschen, die wenig verdienen oder verdient haben oder aufgrund von Krankheit ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Oft sind es aber auch die Ämter, wie Sozialamt oder Jobcenter, die die Miete nicht überwiesen haben. Geräumt wird dann aber nicht das entsprechende Jobcenter oder Sozialamtbüro, sondern die betroffenen Mieterinnen. Die Menschen, die zu uns kommen, sagen ganz klar, es reicht. Hoffentlich auswendig gelernt. Wir machen nicht mehr einfach weiter so. Wir wehren uns, wir bleiben alle. Diese Situation der Verdrängung, notfalls gewaltsam, mittels Zwangsräumung, ist legal, politisch gewollt und in einer Gesellschaft mit kapitalistischem Wohnmarkt völlig normal. Aber das alles ist kein Naturgesetz, sondern wird von Menschen gemacht. Und so kann es deshalb auch von Menschen mit kollektiven und solidarischen werden. So wie am 14.02. Da waren mehr als 1000 Menschen stundenlang auf der Straße, um sich solidarisch mit der Familie Gülwoll gegen deren Zwangsräumung zu wehren. Oder wenige Tage später in Reinickendorf, wo frühmorgens über 200 Leute Rosmarie in ihrem Kampf unterstützten und die Räumung ausgesetzt wurde. Eine Stadt für alle Menschen wird nicht und von niemandem erbettelt, sondern auf der Straße erkämpft. Und wie es die zwangsgeräumte Familie Gülwoll ausgedrückt hat, der Kampf hat erst begonnen. Wir bleiben alle. Ja, warte, ich kann nur den Aufmerksamkeit.